Gefahrenschwerpunkt für Verkehrsteilnehmer an der Mammutbaustelle. Neue Elsterbrücke endlich entschärft. Die Stadt Plauen reagiert damit auf Beschwerden von Fußgängern und Autofahrern. Wir haben also eine zusätzliche gesicherte Fußgängerführung zwischen Hofer und Reichenbacher Straße im Bereich des Straßenbahngleises geschaffen. Mehr zur XXL-Baustelle sehen Sie jetzt. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Die Bauarbeiten an der neuen Elsterbrücke erfordern neben Einschränkungen im Straßenverkehr auch Änderungen für Fußgänger. Um die Sicherheit zwischen Stadtbad und der provisorisch eingerichteten Straßenbahnhaltestelle zu erhöhen, wurde eine neue Fußgängerführung eingerichtet. Es gab im letzten Monat Beschwerden bezüglich der Möglichkeiten zur Fußgängerführung, Fußgängerquerung in der Hoferstraße und der Reichenbacher Straße. Deshalb hatten wir angekündigt, und das ist jetzt Anfang Juli vollzogen worden, eine neue Fußgängerführung einzurichten. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit geschaffen, vom Stadtbad mit einer Fahrbahnquerung von dem Straßenbahngleis gesichert mit einer Fußgängerführung zur Haltestelle Reichenbacher Straße zu gelangen und dort auch wieder nur mit einer Fahrbahnquerung eine Seite der Reichenbacher Straße zu erreichen. Durch Absperrschranken ist die neue Fußgängerführung zum Straßenverkehr hin deutlich abgegrenzt. Eine entsprechende Beschilderung weist den neuen Fußweg aus. Trotz der neu ergriffenen Maßnahme bringen sich unachtsame Fußgänger unnötig in Gefahr. Bleibt zu hoffen, dass die neu eingerichtete Lösung für Fußgänger auch von der Bevölkerung angenommen wird. Real jetzt Herzen, kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de.